Willkommen zurück zu Pokémon, die gelbe Edition. Gerade hat der Sound ein bisschen geleckt. Das lag daran, dass ich das Fenster mal wieder ein bisschen verschoben habe, dass ich nicht so in die Kamera gucke, so, sondern irgendwie so ein bisschen dran vorbei. Da. Und ich würde sagen, ich habe meine ganzen TMs ja verkauft. Ist mir gerade eingefallen. Ich wollte nachgucken und habe keine TMs mehr in der Box und dachte mir so, scheiße. Aber wir können mal gucken. Ja, das Carbon, ich weiß nicht, das gebe ich jetzt einfach mal an Nestflo. Initiative ist gestiegen, das ist gut. So, wir werden jetzt hier unten erstmal so ein bisschen kämpfen. Hier haben wir ja schon gekämpft. Und ich würde gerne, ehrlich gesagt, Nestflo erstmal nach oben setzen. Weil der hat den niedrigsten Level und dann kann ich immer wieder tauschen. So, ich steige auf Nestflo. Das ist sehr paradox. So. Schwimme auf das Meer, schau auf das Meer, um zu vergessen. Das würde ich auch gerne. Ich würde so gerne mal wieder ans Meer fahren, Leute. Ich würde so gerne mal wieder ans Meer fahren, wenn es nur die Nordsee ist. Schwimmer setzt C-Pair ein. Level 30, okay. Wir können hier jetzt Perfect Reek oder Loki leveln. Ich würde gerne Loki erstmal noch ein bisschen leveln. Reek hat ja schon Level 41. Wir brauchen für den nächsten Arena-Leiter auf jeden Fall Nestflo. Der lernt auf Level 46 die Hydro-Pumpe und auf Level 38 den Eisstrahl. Aquaknarre haben wir, ist allerdings nicht ganz so toll. Hydro-Pumpe hätte ich schon gerne. Hat eine Stärke von 120. Und Lokizune erreicht Level 40, das ist auch nice. Lernst du was Neues hier? Nee. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, nochmal kurz auf Nestflo. Und ich versuche natürlich in den Seeschauminseln ein besonderes Pokémon zu fangen, welches ich aber nicht mitnehmen werde. Definitiv nicht. Ich wollte jetzt nicht offscreen leveln, Leute, weil ich will jetzt ein bisschen aufnehmen. Aquaknarre, sehr schön. So, ein Volltreffer. Attacke ist nicht effektiv. Razorblade. Ich könnte natürlich auch den EP-Teiler holen. Das Problem hier am EP-Teiler ist allerdings, man kann es noch keinem Pokémon einfach geben. Das finde ich in den späteren Versionen besser. Du kannst einfach den EP-Teiler den Pokémon geben. Da kriegt nur dieses Pokémon extra EP. Und nicht alle. So, wenn wir jetzt natürlich recht schwache Gegner bekommen, kann ich es auch mit Nestflo mal versuchen. Aber ich zweifle da ehrlich gesagt dran. Ich werde jetzt auch ein bisschen mehr wieder fangen. Auf jeden Fall. Weil ich habe jetzt ein paar neue Namen und das finde ich ganz toll. So, wir wechseln das Pokémon wieder auf Lokizune. Brauchen wir Pikachu nochmal? Ja, ich glaube, gegen Giovanni ist es nicht mal so schlecht, wenn wir Pikachu ein bisschen... Oh, nein. Wenn wir Pikachu ein bisschen leveln. Duplexieb, ja, also wir sollten da echt schon sehr, sehr gut gewappnet sein mit Loki. Das wollte ich sagen, wenn ihr mal ein richtig, richtig gutes Let's Play, ein Pokémon-Let's Play sehen wollt, dann solltet ihr definitiv nicht bei mir vorbeischauen. Nein, dann schaut auf jeden Fall mal bei dem Nestflo vorbei. Der macht eine richtig tolle Nuzlocke-Challenge zu Pokémon Soul Silver, ja. Nicht Hard Gold, es ist Soul Silver. Finde ich eigentlich recht interessant, weil er geht das so taktisch an, das könnte ich nie. Das könnte ich echt nie. Oh, Uri, wach auf. Ja, es ist Oguri, weil Lokizune, sie heißt ja nur Lokizune auf Twitter. Ansonsten, und auf YouTube mittlerweile auch. Aber es ist und bleibt unsere Oguri. Allseits beliebt, allseits bekannt. Oguri. Rankenhieb. Auf Quapselius. Attacke ist sehr effektiv. Ich muss mich gerade echt ein bisschen zusammenreißen, dass ich hier nicht einschlafe. Quapuzzi in den Kampf schickt. Nee, diesmal möchte ich das Pokémon nicht nochmal zurückwechseln, auch wenn es eventuell sogar von Vorteil gewesen wäre, weil hier könnt ihr eigentlich richtig viel EP abstauben. Aber dann hätte ich das Problem, dass wieder die Hypnose wahrscheinlich gekommen wäre. Und rasieren könnte ich mich mal wieder, Leute. Da ist noch einer. Sehr schön. Was mag sich hinter dem Horizont verbergen? Hinter dem Horizont geht's weiter. Er hat 4 Pokémon, ich nehme an 25? Na, 27, okay. Bam,
Was kann es eigentlich? Nichts kannst du, Flo. Nichts. Du bist schlecht. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Chanera ist ein echt gutes Pokémon, was Abwehr angeht. Das Problem ist, Chanera ist richtig, richtig schwach im Angriff. Und das ärgert mich ein bisschen. So, Psywelle ist schon mal ein guter Anfang. Aber so können wir Chanera auch mal ein bisschen leveln. Ich mag Chanera, ich weiß auch nicht. Das ist jetzt echt nicht so viel abgezogen. So, unsere Verteidigung sinkt. Dann nochmal eine Psywelle. Gleich versuchen sie jetzt einfach mal mit der Eierbombe. Oh, Rauchwolke ist nicht schön, wenn die Genauigkeit sinkt. Putz. So. Wie, immer noch nicht down. Okay. Ah, Nestlo erreicht Level 16, lernt jetzt Gesang. Wie er es wusste, ne? Ich habe nebenbei die Poké-Wiki offen, ich sehe das gerade. So, Schwimmer setzt Tentacha ein. Ich möchte das Pokémon wechseln. Einmal auf Danzo, weil ich mit Danzo mal wieder kämpfen möchte. Einfach so. Badam, badadadam. So, wir benutzen... Na komm, eine Kopfnuss reicht. Bam, Junge, bam. Danze haut sie alle weg. Tentacha, möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ganz ehrlich, komm, wir versuchen es jetzt einfach mal. Ein Pokémon, was 12 Level unterlegen... 11 Level unterlegen ist. Erstmal mit... Ah. Sehr schön. So. Tentacha schläft erstmal. So, danach benutzen wir einmal den Surfer. Wird nicht effektiv sein, aber Surfer haut rein. Surfer haut rein. Sind wir mal ehrlich, Surfer haut echt rein. Ba, ba, da, ba, da, ba. Okay. Ja, dann... Mal wieder Reek. Sehr schön. Aquaknarre! Donnerschock sollte reichen. Badam, bada. Attacke ist sehr effektiv. Giftstachel, bitte nicht vergiftet sein. Danke. Und noch ein Donnerschock. Sehr schön, Freunde. Sehr schön. Und Nestor erhält 300 EP. Reek erreicht Level 42 schon. Wow. Reek geht steil. Ja, ich möchte das Pokémon wechseln, weil ich muss Nestflo leveln. Ich muss Nestflo einfach leveln. Los, Nestflo. Und dann schon wieder auf Loki wechseln. Einfach, weil die es können. Da, 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 da. Ja, dafür, dass es sehr effektiv ist. Dafür, dass die Attacke sehr effektiv ist. Mords, ey. Mords. Wow. So. Goldini wurde besiegt. Sehr schön. Goldini bringt auch gut EP, also. Blubbergluck. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Ich werde jetzt einfach mal fliegen. Und zwar nach... Lass mich mal überlegen. Urania City. Ja. Dauert mir nämlich zu lange, Nestflo gerade zu leveln. Das machen wir jetzt in diesem Part einfach mal. Wir leveln Nestflo. So. Sehr schön. Warum Lapras? Weil ich natürlich so als ganz treue Feen... Nee, weil ich natürlich seine so Pokémon-Videos gucke und weil ich gesehen habe, dass Lapras ein Lieblings-Kanto-Pokémon ist. Und, dann habe ich mir gedacht, hey, Lapras. Ich habe einen Spitznamen für Lapras. So. Meine engelsgleiche Stimme.
Halt, hier und hier nicht, hier nicht. Ich wollte durch Dick das Tunnel gehen, weil... Boden-Pokémon eben, ne? Putz. Ram, pam, 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 ram, pam, 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 ram, pam, pam, pam. So, Dick da. Dick da. Dick da. Ein wildes Dick da. Los, Nestflu! Du solltest das Ganze mit einem Surfer eigentlich schaffen. Heuler. Du solltest das Ganze mit zwei Surfern oder einem Surfer und einer Erdknarre eigentlich schaffen. Wobei, eigentlich ist es sehr effektiv. Wenn es jetzt ein Volltreffer ist, dann... Okay, okay. So. Weißt du Bescheid, ey. Das ist der Dun-Dun-Dun-Beat, Alter. Weißt du? Ach, Enigma haben wir ja auch noch in der Box. Surfer. Kratzer ist nicht so schön. Aber Nestlo hält ja einiges aus. Ba-da-ba-da-ba. Volltreffer. Die Attack ist sehr effektiv. Und es erreicht Level 17. Wann erreichen wir denn... bei Level 20 lernt Lapras Weißnebel. Ist jetzt nicht unbedingt so eine tolle Attacke, aber es ist eine Attacke, die wir nicht angreifen können. Deswegen werde ich sie nicht erlernen. So, ich gehe ja voll auf Angriff. Kennt ihr ja von mir jetzt mittlerweile. Nach diesem Part werde ich Nestflo erstmal auf... So, wie ging daneben? Auf Level 30 auf jeden Fall. Da haben wir mal 35 Level. Da werde ich dann natürlich wieder die Fast-Forward-Technik einsetzen. Klar, logisch. Aber... ich mag das voll, die Pokémon auch offscreen zu leveln. Einfach nur, weil es eben... Ja, ich will euch jetzt nicht... Guckt mal, was wir in diesem Part geschafft haben eigentlich an Fortschritt. Nichts. Also, wir haben zwei, drei Gegner im Wasser besiegt. Und das war es dann auch schon wieder. Und Chanera müssen wir noch leveln, auf jeden Fall. Aber Lapras hält einiges aus. Wir brauchen ja unbedingt ein Wasser-Pokémon für den nächsten Arena-Leiter. Ich bin auch im Überlegen, ob ich nicht einfach von Alabastia aus zur Zinnoberinsel rüber robbe und dann eben von der anderen Seite die Seeschauminsel mache. Erstens mal kommen wir dann schneller zu dem legendären Vogel-Pokémon Nummer 1 und zweitens können wir vorher noch Pyro besiegen und Lapras ein bisschen leveln auf jeden Fall im abgebrannten Haus. So. Nestlo hat halt echt keine gute Initiative. Das sollten wir echt ein bisschen aufpassen. Wir gucken mal, dass wir ein bisschen Carbon noch finden. Auf der Siegesstraße müsste es ja so einiges an Items geben, so wie Eisen, Carbon, Zink, glaube ich, und AP Plus und sowas. Oh, ein Dicktri. Das bringt jetzt gut Erfahrung, vor allem Level 31. Aufpassen sollten wir trotzdem. So ein Erdbeben könnte ein Schaufler natürlich auch. Aber, wenn wir Glück haben, überleben wir das. Nein. Doch. Gerade so. Gerade so. Okay. Das reicht nicht. Das war aber zu erwarten. Hypertränke. Haben wir ja genug. Gott sei Dank. So. Bam, badam, Heuler. Das ist jetzt nicht so schön, wenn der Angriff sinkt. Kratzer. Ist mir immer noch lieber als Schaufler. Sehr schön. Wow. 677 EP. Nicht schlecht. Und Level 18. Sowas finde ich nice. Wenn sowas klappt. Deswegen bin ich hier in die Dicta-Höhle rein. Wegen den Dicktries. Die sind zwar selten, aber wenn man mal eins trifft, bringt das echt viel. Ich versuche es jetzt erstmal mit Aquaknarren. Und schon ist unsere Initiative auch höher. Aber okay, das Dick da, was uns gegenübersteht, hat auch nur Level 15. Es wird selbst nicht so eine hohe Initiative haben. Nehme ich nicht an, dass es eine hohe Initiative hatte jetzt. Noch ein Dick da. Level 20. Sieht dieser schon wieder anders aus. Könnte sein, dass wir jetzt wieder zweitrangig angreifen. Ja, tun wir auch. Ich rede mich hier im Kopf Kragen, Leute. Und es juckt mich an der Schulter. Und deswegen muss ich mich hier so ganz behindert kratzen. Was ist gegen behindert? Nein. Ach ja, Leute.
ich mag Pokémon ja echt, also... Es ist halt nicht so mein Spiel, also sind wir ehrlich, es ist nicht so mein Spiel, weil ich kenne mich absolut nicht mit den Stärken und Schwächen der Pokémon aus, mit den Attacken, mit den TMs. Es gibt Leute, die sich da weitaus besser auskennen als ich, also wirklich weitaus besser auskennen. Und, ja. Ne, was soll man dazu sagen? Kopf ab. So, eigentlich wollte ich Chanera ja gar nicht mitnehmen, ne? Eigentlich wollte ich ja Dragosso mitnehmen, fällt mir gerade ein. Weil ich einen Boden-Pokémon haben wollte. Aber für was brauche ich denn jetzt noch großartigen Boden-Pokémon, ist die Frage. Ja. Wir behalten das mal. Ich nehme komm Leute, ich nehme Dragosso mit. Ich mag Chanera, weil es halt ewig viel KP hat und weil es echt viel aushält. Aber ist mir Dragosso schon lieber. Da haben wir auch mal wieder ein Pokémon, was ich nochmal entwickeln kann. Auf den Seeschauminseln allerdings sollten wir es nicht leveln. Definitiv nicht. So. Builds PC. Ablegen. Sorry, Blue. Aber ich will dann doch... Radfratz. Dragosso. So. Und Dragosso müssen wir auch erstmal leveln. Ja, es ist Dragosso, ne? Was kann's? Heuler, Knochenkeule und Rutenschlag. Alles klar. Eigentlich hätte ich da auch Ben behalten können. Also sind wir mal ehrlich. Ist halt echt schwierig gerade. Es ist echt so eine Gewissenssache. Ich will Ben eigentlich... Sorry, David. Ja, er heißt David. Ben ist back. Vor allem muss ich jetzt weniger leveln. Das ist auch so mit der ausschlaggebende Punkt. Ich bin jetzt einfach zu faul zum Leveln. So, ehrlich, es macht doch keinen Spaß, die ganze Zeit nur zu leveln. So, Pokémon und machen sie wieder fit. Yeah! Jetzt müssen wir Nestflo leveln. Willkommen auf der Endcard! Ja, ich habe jetzt extra nichts mehr gesagt. Willkommen erstmal auf der Endcard. Ich lehne mich mal zurück, ziehe mir das Mikro ein bisschen näher ran. Und ich würde sagen, wenn ihr hier auf mich hier, der hier total entspannt auf seinem Stuhl sitzt, klickt, dann kommt ihr zum letzten Video, falls ihr es verpasst habt. Da habe ich auch ziemlich interessantes Zeug geredet. Und wenn ja, ich weiß immer... Leute, ich gucke jetzt mal kurz nach. Da ich ja sowieso nicht die Ingame-Musik benutze für die Endcard, dann... kann man auch mal kurz nachgucken. Ach Leute, wenn ihr auf jeden Fall auf den anderen Link klickt, der sich übrigens doch unter mir befindet und nicht neben mir, dann kommt ihr zur Playlist, falls ihr nochmal irgendein Video nachgucken wollt. Der letzte Part, wie gesagt, war sehr viel Gerede. Und ich bin auch mal wieder stolz auf meine Aufnahmeleistung gerade. Ich weiß auch nicht. Abonnieren nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat. Dann lasst einen Daumen nach oben da. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt, wir klatschen Pokémon. Wir fangen Pokémon natürlich. Klickt. Es kommt nichts mehr.